Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Hinter mir steht das Cowboy 3. Dieses Stadt-E-Bike, wie es der Hersteller ja selbst bewirbt, begleitet mich jetzt seit 3 Wochen und guten 300 Kilometern. Und dabei ist mir recht viel aufgefallen. Ich habe mir hier eine kleine Stichpunktliste angelegt und diese Erfahrungen möchte ich gerne mit euch teilen. Ich habe es eben schon kurz gesagt, Stadt-E-Bike ist hier so ein bisschen das Stichwort. Ich komme aber aus einem eher ländlichen Bereich. Das heißt, ich habe auch mal stärkere Steigungen damit absolviert. Bin auch mal Schotterpisten runtergefahren, Feldwege, Waldwege und Co. und denke, kann da also aus einem sehr breiten Fundus einfach ein bisschen berichten. Bevor wir ins Detail gehen, aber kleiner Disclaimer, das ist leider nicht mein Rad, das ist ein Leihrad von Cowboy selbst. Ich hatte Kontakt mit der Presseagentur. Es lief auch so, dass ich die aktiv angesprochen habe, also nicht die kamen auf mich zu, sondern ich auf die. Und das Rad wurde mir hier kostenfrei für diesen Test zur Verfügung gestellt, muss jetzt aber auch nach den 3 Wochen dann wieder zurück. Ich wurde nicht bezahlt, ich habe keine inhaltlichen Vorgaben erhalten und Cowboy hat das Video vor Veröffentlichung auch nicht gesehen. Ich gehe nur sehr gerne transparent mit diesem Thema um, speziell auch, weil unten in der Infobox sich ein Freunde-Werben-Freunde-Link befindet, wenn ihr das Rad darüber kauft. Das gilt sowohl für das 3er als auch für das Cowboy 4 und 4ST. Die beiden Modelle wurden ja kürzlich erst vorgestellt, habe ich übrigens auch ein Video zu gemacht, verlinke ich euch ebenfalls in der Videobeschreibung. Dann bekommt ihr jeweils 100 Euro Rabatt. Das hilft meinem Kanal ein klein wenig und ihr spart hier richtig, richtig viel Geld. Da wir schon über das Thema Geld sprechen, würde ich vorschlagen, starten wir auch direkt beim Preis. Das Cowboy 3 kostet, so wie es hier hinter mir steht, inklusive Schutzblechen, das war nämlich früher nicht so, da musste man die extra dazu kaufen, 2190 Euro, abzüglich der 100 Euro Rabatt mit diesem Link dann 2090 Euro. Wenn ihr hingegen mit dem Cowboy 4 oder 4ST liebäugelt, das gerade erst vorgestellt wurde und irgendwann Richtung September wohl auch dann herausgeschickt wird, dann zahlt ihr 2490 Euro abzüglich der 100 Euro, also 2390 Euro. Der erste Bereich, über den ich gerne sprechen möchte, ist das Thema Design und Konzept. Ich glaube, das lässt keinen Zweifel, dieses Rad ist sehr minimalistisch gehalten, total clean, hier ist nichts dran, was man nicht unbedingt braucht, keine Federung, keine Gangschaltung, kein überhaupt nichts. Das Design ist extrem speziell. Ich finde es total schön. Das war der Grund, aus dem ich gesagt habe, ich würde das Teil gerne mal auf Herz und Nieren testen. Ich kann euch auch klar sagen, als ich damit unterwegs war, habe ich einige Blicke auf mich gezogen. Sowohl auf Radwegen als auch in der Stadt. Leute haben sich rumgedreht und danach geschaut. Das ist ein absoluter Hingucker. Das ist sicherlich Charakterfrage, ob man das dann mag oder nicht. Auf jeden Fall ist mir das mit diesem Bike genauso passiert. Es ist so, und das finde ich tatsächlich auch als Vorteil, dass man auch nicht auf den ersten Blick erkennt, dass es hier ein E-Bike ist. Das liegt daran, dass der Motor sehr schön im Hinterrad versteckt wurde. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Und das liegt auch daran, dass der wechselbare Akku, ja, der ist wechselbar, kann also separat geladen werden, sich unter der Sattelstütze im Rahmen sozusagen befindet. Und der ist auf eine Art und Weise integriert worden, dass eben nicht direkt auffällt, dass es hier ein E-Bike ist. Also für all diejenigen, die sagen, ich möchte nicht direkt als Pedelec-Fahrer, wie man es hier halt offiziell bezeichnet, enttarnt werden, könnte das hier eine sehr, sehr gute Alternative sein. Man merkt auch recht schnell, dass das gesamte Konzept auf eine Smartphone-Integration ausgelegt ist. Das fängt schon damit an, dass ihr nicht einfach losfahren könnt, sondern ihr müsst das Rad erstmal freigeben, also unlocken sozusagen. Es gibt 3 Möglichkeiten, das zu tun. Zum einen, wenn ihr euch mit eurem Smartphone in die Nähe des Rads bewegt, dann wird eine Bluetooth-Verbindung aufgebaut und das Rad wird entsperrt. Ihr könnt direkt losfahren. Die 2. Möglichkeit wäre, in der App selbst auf einen Knopf zu drücken, um eben die Freigabe zu erwirken und dann loszufahren. Und wenn ihr mal komplett ohne Smartphone unterwegs sein solltet oder der Akku leer ist oder was auch immer, dann habt ihr offensichtlich auch die Möglichkeit, einfach den Akku raus rein zu machen und dann könnt ihr auch fahren, ohne dass ihr das Smartphone aktiviert habt. Ansonsten merkt man eben sehr, sehr stark, dass durchaus vorgesehen ist, das Smartphone immer dabei zu haben. Das merkt man zum Beispiel schon beim Thema Licht. Es gibt keinen Knopf, keinen Schalter, um das Licht ein- und auszuschalten. Das kann man offensichtlich aktuell wirklich nur in der App tun. Die App gibt noch eine ganze Menge mehr her. Ihr seht zum Beispiel, wie schnell ihr gerade fahrt, habt auch dann eine Anzeige der Motorleistung. Das ist sehr spannend, das Konzept des Motors grundsätzlich. Deswegen reden wir da gleich nochmal ein bisschen detaillierter drüber. Ihr habt Fahrstatistiken, die mit einfließen. Ihr habt auch eine Kartennavigation. Das heißt, ihr seht wirklich dann oder bekommt Anweisungen, wo ihr gerade lang fahren sollt, inklusive der Luftqualität. Also ihr seht, ob ihr gerade durch den Smog fahrt oder ob die Luft da, wo ihr in der Stadt unterwegs ist, rein ist. Das kann für den
einen oder anderen sicherlich interessant sein. Zum Thema Licht habe ich ja eben schon gesagt, dass leider der Schalter fehlt. Was ebenfalls fehlt, ist die STVZO-Freigabe. Das heißt, so wie das Rad kommt mit dem Rücklicht und der Beleuchtung vorne, dürft ihr im Straßenverkehr in Deutschland leider offiziell damit nicht fahren. Genau aus diesem Grund liegt eben auch eine kleine Lampe, die man am Lenker montiert, und hinten an der Sattelstütze eine Rückleuchte mit bei, um dann STVZO-konform zu sein. Das Cowboy 3 wiegt 18,2 Kilogramm. Das ist sehr, sehr wenig für ein E-Bike. Ich fahre privat das Turbolevo von Specialized, ein vollgefedertes Mountainbike mit einem großen Mittelmotor. Und da muss man ganz klar sagen, das wiegt um Längen mehr. Da habe ich richtig Mühe, das in die kurvige Treppe runterzutragen Richtung Keller. Das ist hier vollkommen unproblematisch. Das zentrale Element eines jeden E-Bikes ist natürlich der Motor. Und der wurde in dem Fall hier in das Hinterrad integriert. Und zwar sehr, sehr unauffällig. Also man nimmt das Rad so erst einmal gar nicht unbedingt als E-Bike wahr. Das liegt auch ein Stück weit daran, dass er so leise ist, selbst bei Steigungen so leise ist, dass man den überhaupt gar nicht hört und nicht das Gefühl hat, man sitzt irgendwie auf einem E-Bike drauf. Oder auch andere, die mit einem fahren, würden das wahrscheinlich, wenn sie es nicht wüssten, erst einmal gar nicht so stark mitbekommen. Das gesamte Konzept dahinter finde ich sehr, sehr spannend. Und zwar gibt es einen Sensor, der merkt, wie stark ihr gerade in die Pedale reintretet. Und der Motor wertet diese Information in irgendeiner Form aus und steuert dann, ob er gerade viel Energie beisteuern soll oder eben weniger Energie. Und das sorgt für ein sehr, sehr natürliches Fahrgefühl. Das heißt, man hat so ein bisschen den Eindruck, man fährt auf einem ganz normalen Rad mit einem leichten Rückenwind. Also sehr, sehr angenehm, agil und nicht so dieses Roller-Feeling von wegen, ich trete ein bisschen rein und werde direkt nach vorne katapultiert. Das ist hier ganz klar nicht der Fall. Ich mag das Gefühl sehr und ich finde auch in dieses Gesamtkonzept statt E-Bike passt das sehr, sehr gut rein. Was mir in dem Zusammenhang aber aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass der Motor beim Anfahren aus dem Stand so ein bisschen stottert, also ein bisschen ruckelt. Wenn ich jetzt an der Ampel stehe und fange an, in die Pedale reinzutreten und wieder loszufahren, dann merkt man so ein kleines bisschen, ja, so ein Holpern im Motor sozusagen. Das kann man umgehen, indem man das Rad so minimal anschiebt, also schon so eine Mini-Umdrehung sozusagen da ist. Und wenn ich dann ins Pedal trete, merkt man gar nichts mehr. Ich weiß nicht, ob das nur bei meinem Testbike der Fall ist oder ob das grundsätzlich bei jedem Cowboy so ist, aber erwähnenswert ist es aus meiner Sicht auf jeden Fall. Leistungstechnisch schafft der Motor 30 Newtonmeter Drehmoment mit 250 Watt. Das Cowboy 4 hingegen, das also aktuell vorbestellbar ist, hat 50% mehr Leistung spendiert bekommen, hat nämlich 45 Newtonmeter. Und ich denke, da werden wir gleich nochmal im Detail drüber sprechen, gerade wenn ihr solche Steigungen mal fahrt, kann sich das durchaus bemerkbar machen. Zumal, und das ist der nächste Punkt, der von der Überleitung dann auch sehr, sehr gut passt, sollten wir mal über die Antriebsform sprechen. Hier ist es nämlich so, ihr habt keine Schaltung und ihr habt keine Kette. Ihr habt sozusagen vorne ein großes Zahnrad, hinten ein kleines Zahnrad und darüber ist ein Carbonriemen gespannt, ein sogenannter Gates-Carbonriemen. Und der sorgt dafür, dass ihr weder Öl noch Fett oder sonstige Dinge braucht. Der läuft total trocken, geräuschlos und wirklich super, super leise und sanft. Und das hat natürlich in der Form den Vorteil, wenn ihr mit Anzugshose oder Jeans zur Arbeit fahrt, braucht ihr keine Angst haben, dass ihr in irgendeiner Form Schmutz an der Hose habt. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Bedenken, wie das aussieht, wenn ich mal stark pedaliere, also im stehenden Berg hochfahre, wie das Gefühl mit diesem Riemenantrieb dann so ist. Die Angst war total unbegründet. Das fährt sich sehr natürlich angenehm. Also habe ich überhaupt nichts Negatives gemerkt. Über das Thema hatte ich mir im Vorfeld, bevor ich das Bike bekommen habe, auf jeden Fall so ein bisschen Gedanken gemacht. In Kombination mit der Frage, wie fährt sich das Rad nun also auf verschiedenen Strecken, also Ebene, leicht bergauf, stark bergauf, habe ich mir aufgeschrieben, auf der Ebene super. Ihr habt die Motorunterstützung bis 25 km/h bzw. mit ein bisschen Toleranz bis 27,5 km/h. Es gibt keinen Modus mehr, um das sozusagen dann auch für höhere Geschwindigkeiten freizuschalten. Das wurde entfernt, das gibt es nicht mehr. Wenn ihr diese Geschwindigkeit von, ich sag jetzt mal, 25 bis 30 km/h fahrt, dann ist die Übersetzung so gewählt, dass ihr wirklich noch ein recht angenehmes Drehtempo habt. Wenn ihr jetzt deutlich schneller fahren wolltet, also ohne Motorunterstützung, dann müsst ihr
solltet ihr schon sehr, sehr schnell treten. Geht aus meiner Sicht vollkommen in Ordnung, gerade wenn man im Hinterkopf hat, dass es eben ein Stadt-E-Bike ist und kein Rennrad. Wenn jetzt leichte Steigungen ins Spiel kommen, kann ich klar sagen, der Motor hat damit überhaupt gar kein Problem. Ich bin kein Leichtgewicht und hatte null Mühe, irgendwo eine leichte Steigung mit hochzufahren. Wenn es jetzt aber an einen ordentlichen Berg geht, da kann man schon sagen, dass aufgrund der Motorleistung und auch der Übersetzung und der Tatsache, dass ich nicht mal runterschalten kann, dann schon recht viel Kraft eingebracht werden muss, um dann wirklich steile Berge hochfahren zu können. Da würde ich mir tatsächlich vom Cowboy 4 ein bisschen was versprechen, weil der Motor ja doch sehr viel leistungsstärker ist. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich hoffe, dass ich die Möglichkeit habe, auch hier mal ein Testbike zu erhalten, um zu schauen, ob das wirklich dann gerade im Berg nochmal was ausmacht. Die Tatsache, dass keine Schaltung da ist, ist natürlich in gewisser Form ein Kompromiss, selbst wenn ich das auch als sehr entspannend bewerte, keine Schaltung zu haben. Weil ich muss mir an keine Stelle Gedanken machen, schalte ich jetzt hoch, schalte ich runter. Ich konzentriere mich auf die Umgebung, aufs Fahren und nicht über irgendwelche technischen Aspekte, die ich brauche, um hoch runter zu schalten. Also es ist ein sehr relaxtes, entspanntes Fahren, ganz einfach. Die nächste Rubrik bezieht sich auf das Thema Ergonomie und Fahrgefühl. Grundsätzlich kann ich sagen, das Rad fährt sich sehr, sehr spritzig und agil. Das liegt auch so ein kleines bisschen daran, also neben der Motorabstimmung, über die wir eben schon gesprochen haben, dass ein relativ schmaler Lenker zum Einsatz kommt. Ich dachte am Anfang, dass es vielleicht dazu führt, dass man ein unsicheres Gefühl auf dem Rad hat, beziehungsweise irgendwie dann auch am Berg, wenn man doch mal mehr Kraft aufwendet, nicht so die Gewalt über das Vorderrad hat, hat sich total in Luft aufgelöst, ist nicht der Fall. Ich habe sogar festgestellt, in engen Passagen in der Stadt ist das ein Riesenvorteil, dass der Lenker nicht so massiv breit ist, gefällt mir tatsächlich in der Kombi sehr, sehr gut. Der Sattel, der hier zum Einsatz kommt, hat sich als sehr bequem rausgestellt. Ich glaube, die längste Tour war so um die 60 Kilometer. Ich hatte danach sowohl von der Ergonomie auf dem Rad, also von der in Summe Sitzposition, als auch von dem Gefühl im Sattel einen sehr, sehr positiven und guten Eindruck. Und ich fahre durchaus Rennrad, Mountainbike und auch noch Spinningbike und kenne da diverse Sättel. Der hier gehört definitiv zu der bequemeren Sorte. Die Dämpfung der Reifen ist erstaunlich gut. Ich habe mir im Vorfeld so ein bisschen Gedanken gemacht, wie es meinen Handgelenken und meinem Nacken wohl gehen wird, wenn ich hier über Kopfsteinpflaster fahre oder Bordsteine hoch und runter. Die Sorge war nahezu unbegründet. Diese Reifen schlucken sehr, sehr viel weg. Ich finde, sie machen auch optisch einen sehr guten Eindruck. Die haben nahezu kein Profil, also wirklich nur so eine minimal aufgeraute Oberfläche. Auch da dachte ich, wie wird es irgendwie auf nasser Fahrbahn, sandigen Untergründen im Schotter und Co. aussehen. Natürlich ist das kein Mountainbike-Reifen, aber ich hatte überhaupt gar keine Probleme, egal auf welchem Untergrund. Ich glaube sogar, dass bei der aktuellen Variante selbst des Cowboy 3s da nochmal eine Verbesserung irgendwie mit eingeflossen ist, weil früher hat man häufiger gehört, dass es hier immer mal wieder Probleme mit Platten gab, mit Durchschlägen und Dingen dieser Art. Das soll jetzt bei dem aktuellen Reifen offensichtlich gelöst worden sein. Ich hatte da auch überhaupt gar keine Probleme. Wem der Komfort nicht reicht, der hat sicherlich die Möglichkeit, durch Drittanbieterlösungen noch mal ein bisschen was rauszuholen. Und zwar gibt es gefederte Sattelstützen und auch gefederte oder gedämpfte Vorbauten. Die schlucken natürlich dann noch mal Schlaglöcher und Co. deutlich besser weg. Also wer auf mehr Komfort steht, kann hier speziell beim Cowboy 3 sicherlich ein paar Umbauten vornehmen, die man unkompliziert durchführen kann. Ich verlinke euch die passenden Produkte dafür auch mal in der Videobeschreibung. Rahmengröße gibt es nur eine, ihr könnt also nicht wählen. Der Hersteller gibt aber an, dass das Cowboy 3 von 1,70 m bis 1,95 m fahrbar ist. Ich bin 1,86 m groß und komme damit super zurecht, habe überhaupt gar keine Probleme. Das Cowboy 4 ST, das gerade vorgestellt wurde, ist eine spezielle Variante mit tiefem Einstieg und da skaliert es dann von 1,60 m bis 1,90 m. Also hier kommen auch kleinere Fahrer oder Fahrerinnen dann auf ihre Kosten. Der nächste Punkt sind die Bremsen. Hier kommt eine hydraulische Scheibenbremse des Herstellers Tektro zum Einsatz. Von der Bremswirkung her ist das vollkommen in Ordnung. Ich bin einen Berg runtergefahren, hatte glaube ich so gute 60, 65 km/h drauf. Die bringen einen wirklich sofort und sicher zum Stillstand, selbst wenn man ein etwas höheres Körpergewicht hat. Aber die quietschen. Die quietschen sowohl im Nassen als auch im Trockenen. Das ist natürlich ein bisschen störend. Ich habe in diversen Beiträgen aber gelesen, dass einige hingegangen sind und haben die Bremsbeläge ausgetauscht. Ich habe sogar von Berichten gelesen, da wurden dann Bremsbeläge und Bremsscheiben ausgetauscht. Also man bekommt das sicherlich eliminiert, wenn einen das ganz arg stört. Das muss natürlich jeder selbst entscheiden. Der nächste Punkt ist der Akku und das ist neben dem Motor natürlich eines der wichtigsten Bestandteile bei einem E-Bike überhaupt. Der Akku ist erst einmal zum Laden entnehmbar. Ihr habt einen kleinen Schlüssel, dann könnt ihr aufschließen, Akku rausnehmen und könnt in der Wohnung laden, während das Rad draußen stehen bleibt oder in irgendeiner Form im Keller steht. Das ist für den Winter super, wenn ihr das Rad
draußen stehen habt, dann muss der Akku nicht super kalt werden. Das ist für einen Akku ja auch nicht unbedingt gut. Also das ist auf jeden Fall einer der größten Mehrwerte an dem Konzept, wie ich finde. Und das hat auch nicht jeder Hersteller so ohne weiteres im Programm. Der Akku wiegt 2,4 Kilo, hat 10 Amperestunden und 360 Watt. Angegeben wird er mit einer Reichweite von 70 Kilometern. Meine längste Tour lag so um die 55 Kilometer und ich hatte danach noch 20% übrig. Das mal hochgerechnet liegen wir bei 68 Kilometer. Das liegt also extrem nahe an dem, was Cowboy hier auch angibt, trotz meines ja nicht ganz leichten Körpergewichts. Das hat, um ehrlich zu sein, meine Erwartungen sogar übererfüllt. In der nächsten Rubrik möchte ich gerne über die Sicherheit sprechen. In das Rad integriert ist eine SIM-Karte und ein GPS-Modul. Ihr bekommt also über die Find My-Funktion in der App immer angezeigt, wo sich das Rad gerade befindet. Es gibt aber einen Service, den man zubuchen kann. Das ist zum einen eine Diebstahlversicherung und zum zweiten eine Echtzeit-Tracking des Rads. Das kostet 10 Euro im Monat. Beim Kauf kann man 120 Euro für ein Jahr abschließen und danach dann auch in der App wieder selbst verlängern, wenn man das möchte. Und da ist es dann so, wenn das Rad gestohlen wird, bekommt ihr sozusagen von Cowboy dann ein neues. Beziehungsweise, wenn es gestohlen wird und es wird wiedergefunden und da irgendwelche Beschädigungen dran sind, bekommt ihr es natürlich entsprechend kostenfrei instand gesetzt. Wer sagt, dieser Cowboy-eigene Service ist für mich nichts, dem kann ich vielleicht die Versicherung von helden.de ans Herz legen. Die haben eine tolle Versicherung für E-Bikes. Die kenne ich schon von den Drohnen, da empfehle ich die ganz gerne. Und die haben eben vor kurzem auch eine E-Bike-Versicherung herausgebracht. Die kostet nicht die Welt. Auch da verlinke ich euch mal dieses Modell unten in der Videobeschreibung. Zu guter Letzt ist hier auch noch eine Crash Detection integriert. Das heißt, wenn ihr mal einen Unfall haben solltet und ihr fallt mit dem Rad hin, erkennen das die Sensoren. Und wenn ihr diesen Unfall nicht innerhalb von diversen Sekunden in der App bestätigt, dann ist es so, dann werden eure Notfallkontakte informiert. Wenn ihr wirklich irgendwo regungslos liegen solltet, kann das ein durchaus sicherheitsrelevantes Merkmal sein, wenn dann jemand weiß, wo ihr seid und zur Hilfe kommen kann. Ich sage immer gerne, der Hersteller ist nur so gut wie sein Support. Das heißt, was passiert, wenn ich mal ein Problem habe? Und hier gibt es direkt zwei Varianten. Zum einen könnt ihr erst einmal über die App Kontakt zu dem Hersteller aufnehmen und könnt, wenn ihr Probleme habt, die durchsprechen. Es gibt sogar eine Möglichkeit einer Ferndiagnose über die App, wie ich gelesen habe. Und da können offensichtlich einige Probleme schon gelöst werden. Wenn das nicht ausreicht und wirklich ein Hardware-Bauteil kaputt ist, Motor, was auch immer, dann kommt ein mobiler Service von Cowboy zu euch nach Hause und das kostenfrei in den ersten 2 Jahren und repariert euch das Rad bei euch zu Hause. Das ist sicherlich ein richtiger Pluspunkt, der auch die Kaufentscheidung beeinflussen kann. Kommen wir zum Fazit und pünktlich dazu läuten auch die Glocken des Limburger Doms hinter mir. Ich hoffe, ihr konntet euch auf Basis der Informationen, die ich euch geliefert habe, eure eigene Meinung bilden. Wenn ihr grundsätzlich Interesse an dem Rad habt, aber noch unschlüssig seid, könnt ihr auf der Cowboy-Webseite auch eine Probefahrt bei irgendeinem Servicepartner in eurer Nähe buchen und habt auf der Basis dann einen Live-Eindruck und könnt vielleicht auch ein bisschen besser bewerten, ob die Entfaltung des Motors und das gesamte Konzept euch überzeugt. Ich für meinen Teil kann ganz klar sagen, mich überzeugt es und zwar sehr. Wenn ich in der Stadt damit unterwegs sein möchte, würde ich sagen, kompromisslos, das Rad kann man kaufen, Preis-Leistung geht in Ordnung, Design gefällt mir unglaublich gut. Auch die Antriebsform mit dem Riemen, dass ich mir keine Gedanken mehr machen muss, ob meine Hose jetzt irgendwelche Ölflecken hat, wenn ich bei der Arbeit ankomme und all diese Dinge, das macht es einfach total rund und passt sehr gut zusammen. Wenn man jetzt aber vom Land kommt, beziehungsweise auch mal solche Steigungen damit absolvieren möchte, dann könnte es durchaus Sinn machen, einen Blick Richtung Cowboy 4 zu werfen, weil da der Motor dann noch mal ein bisschen mehr Leistung hat. Versteht mich nicht falsch, das geht auch mit dem 3er, aber man muss dann schon ein bisschen in die Pedale reintreten. Da könnte das 4er eventuell die effizientere und bessere Lösung sein. Das Video ist schon wieder sehr, sehr lange geworden. Wenn ihr bis hierher dran geblieben seid, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Darüber freue ich mich immer sehr. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bleibt gesund und ich hoffe, dass wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Macht es gut!